sein, dass man in einer Pandemiezeit jetzt zig Gesetze in der Landwirtschaft neu drückt, wo keiner mehr weiß, wie er es noch realisieren soll. Das ist eigentlich alles mittlerweile, was das ganze Jahr läuft, ist der Untergang von uns. Wir können nämlich, wir wollen nämlich, aber wir wollen schon, aber wir können einfach mit der Gesetzeslage, was jetzt nochmal drauf dazu kommt und wieder ohne Entschädigung, das ist ja das Problem. Wir kriegen Auflage immer ohne Entschädigung. Ich hab gestern ein paar Handwerker getroffen, die haben mich gefragt, was macht ihr da? Da habe ich gesagt, das ist bei uns gerade die Lage, wie wenn du jetzt morgen vom Arbeitgeber gesagt kriegst, du musst 2 Stunden mehr arbeiten, kriegst aber am Tag 20 Euro weniger. Das möchte kein Mensch mit, aber wir müssen das alles erhalten. Es nervt. Und wir werden nicht gehört, die wollen mit uns nicht reden. Einfach mal 3 Mahlzeiten am Tag ausfallen lassen. Der Tisch bleibt einmal leer, Punkt. Wenn ich da nicht gehen würde, ich würde denen das ganze Essen ausfallen. Und dann würde das mal auffahren. So ist die Lage gerade. Aber wir können halt unsere Tiere, Pflanzenbau nicht so schalten rum, jetzt machen wir mal 14 Tage nichts. Und das wissen die. Wir müssen immer liefern, weil einfach Natur, es ist einfach Gesetz. Und den Vorteil nutzen die aus. Aber wenn ich da in der Küchenchef wäre, ich das so, leck mich am Arsch, machen wir den Laden zu, schaut, wo der Eier Fresse herkommt. Das schlägt halt schon auf den Magen, muss jetzt mit dem Gedanken nach Hause fahren, mit dem Wissen, ob ich meinen Job noch so weitermachen kann, wie ich ihn jetzt mache. Weil dann Betriebe zu finden, die nicht im FFH-Gebiet liegen, ist schwer. Weil deutschlandweit wurde das ja einfach willkürlich, meiner Meinung nach, wirklich willkürlich angelegt. Und jetzt stehen wir hier mit dem fast fertigen Gesetz, was so vielen das Genick bricht. Scheiße. Das, ja. Das ist so. Seit drei Wochen ist man hier. Seit 3 Wochen ununterbrochen. Und tun so, als wäre man nicht da, ne? Das ist ein Gefühl von Wertlosigkeit. Sämtliche Flächen, die bei uns, die in der Nähe sind, sind alle im Naturschutz-Wasserschutzgebiet. Das ist das aus. Ja, das war's dann. Das ist vorbei. Ja. Und das betrifft ganz viele Landwirte bei uns. Und was vor allen Dingen auch immer nicht bedacht wird, ist, dass wir ja jetzt als junge Landwirte nichts dafür können. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt die letzten 3 Jahre irgendwas verkehrt gemacht haben, sondern wir müssen jetzt praktisch die Fehler ausbaden, die Politik und die Landwirtschaft vielleicht damals auch vor 30, 40 Jahren gemacht haben. Wir haben verloren. Naja, mal sehen. Hallo Hartmut. Schulze hat sich das Gesetz geholt. Letzte Hoffnung ist der Bundesrat. Wir sind mittendrin im Geschehen eben mal. ZDF ist heute der erste Tag da und die Bauern waren 16 Tage jetzt hier in Berlin. Das ist eine Unverschämtheit, was die mit uns machen. Und die Bevölkerung muss das wissen, dass hier mir Landwirte und alle Berufskollegen ignoriert werden von den öffentlich-rechtlichen Medien. Es muss publik gemacht werden. Das ist ein System, es muss gebrochen werden und auch allein, dass die Politiker in diesen Gremien drin sitzen von den Medien. Das ist Scharlachtum. Ja, beschissen. Wir müssen denen jetzt zeigen, dass wir härter sind. Verstehe ich nicht. Einmal mit ein bisschen Sachverstand arbeiten, aber das muss wohl irgendwie, das geht wohl nicht in der Politik. Das haben die wohl verlernt. Einfach nur enttäuschend. Ignoranz hat gesiegt. Erstmal, wir werden jetzt in die Bundesländer auch gehen. Wir werden jetzt Wahlkampf für SPD und CDU machen. Alle Landwirte, da sind wir uns einig, dazu rufen wir heute auch auf. Ich weiß nicht, ob das für die Demokratie oder so in Deutschland irgendwo eine positive Sache bringt. Mit diesem Gesetz sind die Volksparteien im ländlichen Raum komplett gescheitert. Die haben sich als die absoluten Flachzangen. Also sie sind eigentlich für den ländlichen Raum nicht mehr wählbar. Die arme Politik. Jetzt haben sie was angerichtet. Das tut mir ja jetzt schon leid. Sie gehen aber ihren vorgeschriebenen Weg weiter und ohne auf uns zu hören und ohne uns zu fragen, gegen wissenschaftliche Erkenntnisse. Sie haben mal wieder bewiesen, dass sie leider nicht fürs Volk sind, aber ich glaube, das war der falsche Weg. Unmöglich, wie die Politik mit der Landwirtschaft umgeht und wie die
das alles ins Ordnungsrecht und Zwangsrecht, das ist Einführung vom Kommunismus in meinen Augen mittlerweile alles, diese ganzen Gesetze und alles. Man versteht es auch nicht mehr, dass die sich wissentlich abhängig machen vom Ausland mit Nahrungsmitteln, mit so vielen Sachen, ich verstehe es nicht mehr. Umweltschutz hört ja nicht an der Grenze auf und im Ausland wird zu anderen Bedingungen produziert. Man hat es selber oft genug runtergeleiert, aber anscheinend muss man anders sagen, ist die Politik so dämlich, das nicht zu kapieren. Da gibt's, anscheinend sind da so viele dumme Menschen unterwegs, die das nicht kapieren. Die entscheiden über andere Leute Schicksale, und können anscheinend nicht mal selber über den Tellerrand rauskommen. Das ist das Traurige an der Sache. Warum filmt ihr die Trecker? Wir sind auch Landwirte und ich finde es mega, was hier für ein Zusammenhalt eben ist hier in Berlin. Ich finde es total cool, dass ihr mit Baden-Württemberg hier ankreist und einfach hier die ganze Stimmung mitzukriegen, hier auch uns aktiv einzubringen. Und einfach mega, was hier abgeht. In welchem Bereich Landwirtschaft sind Sie tätig? Im Bullenmastbetrieb. Bullenmastbetrieb. Und für wie lange sind Sie hier in Berlin? 2 Tage. Wie viele Kilometer ungefähr angereist? Knapp 700. Wie viele Bullen haben Sie? Um die 200. 200. Wie ist da das Verhältnis unter den Bullen? Verstehen die sich immer? Natürlich, klar. Ja, wirklich? Ja, klar, auf jeden Fall, ja. Sind da auch manche Bullen mit anderen Bullen besser befreundet? Es gibt hier, weißt du, der Leitbulle oder der Chef eben der Gruppe, der schon, ja, und die anderen ordnen sich da unter. Aber wie die freundschaftlichen Verhältnisse da untereinander sind, habe ich jetzt keine Informationen dazu. Darf ich euch fragen, wie magst du die Bullen? Hast du die gerne? Ja, klar, auf jeden Fall. Kann man mit denen spielen? Man kann im Garten. Ja. Ich hatte mal einen, mit dem bin ich auch spazieren gegangen und ja. Wie hieß der Bulle, mit dem du spazieren gegangen bist? Chocolate. Chocolate, ja? Ja. Und wie sieht der aus? Kannst du Chocolate mal beschreiben? Ja, also er ist schwarz, er hat schwarzes Fell und ist dann auch Chocolate. Ja, ja. Ja. Und wie alt wird so ein Bulle ungefähr? So 18 Monate. Ja, ja, ja. Und kann man die auch schön streicheln? Ja, klar, auf jeden Fall, die sind zutraulich. Ja. Und ja. Ja. Möchtest du später auch mal in der Landwirtschaft tätig sein? Mal sehen, ich mal jetzt erstmal mein Abi und dann mal gucken. Ja. Wie alt bist du, wenn ich fragen darf? 15. Wie heißt du? Lisa. Lisa. Ja. Aber es ist schön, so auf dem Land, ja, auf dem klar, Hof aufzuwachsen. Ja, klar, ja. Wie ist Ihr Name? Habe ich noch nicht gefragt. Yvonne. Yvonne, vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Liegt halt schon auf dem Magen, ich muss jetzt mit dem Gedanken nach Hause fahren,
mit dem Wissen, ob ich meinen Job noch so weitermachen kann, wie ich ihn jetzt mache. Weil dann Betriebe zu finden, die nicht im FFH-Gebiet liegen, ist schwer. Deutschlandweit wurde das ja einfach willkürlich, meiner Meinung nach, wirklich willkürlich angelegt. Und jetzt stehen wir hier mit dem fast fertigen Gesetz, was so vielen das Genick bricht. Wie gesagt, ich habe ja mit jemandem oder mit zwei Leuten schon gesprochen, die zu mir auch sagten, wenn ich nach Hause fahre und das Gesetz ist beschlossen, kann ich mich aufhängen. Kann ich mich zu Hause einen Strick nehmen und dann ist vorbei. Weil irgendwo wollen wir es alle an unsere Kinder weitergeben. Ich hab noch keine Kinder, ich bin noch recht jung. Wie alt bist du? Ich bin jetzt 22. Wollte mir eigentlich selber auch ein kleines Lohnunternehmen aufbauen. Sehe ich keine Zukunft drin. Das Geld kann ich jetzt irgendwo anders entstecken. Aber da sage ich mal, weil man braucht immer auch ein Startkapital und ein Eigenkapital, um einen Kredit zu kriegen. Sehe ich keine Zukunft jetzt mehr drin. Das ist natürlich eine Nachricht, die vielen die Schuhe auszieht. Sehr, sehr, sehr vielen. Ja, mir fällt eigentlich auch gerade nichts dazu ein. Also Jobwechsel? Ja, vorerst nicht, aber wenn es jetzt in die Vollen geht, ja. Und ich liebe eigentlich meinen Job, aber meinen Job nicht mehr weitermachen zu können, das glaube ich, das ist jeder, der mich auch kennt, jetzt auch mal von Freunden alles, sehr viele Freunde in der Landwirtschaft, schon eine harte Nummer jetzt. Wolltest du das von klein auf machen? Ja, also seit ich denken kann, mir meine Mutter schon so oft erzählt, seit ich denken kann, was willst du werden, Bauer, ich werde Bauer. Ich bin sie geworden, trotz vieler Probleme, auch körperliche Probleme, weil mir schon bei Zeiten mit Bandscheibe und Rheuma und alles Mögliche, wo dann nachher viele zu mir gesagt haben, mach das nicht, hör auf, mach das mal in der Landwirtschaft. Ich sage, nein, das ist mein Traum, den möchte ich machen. Den kann ich aber, wie gesagt, jetzt nicht mehr oder wahrscheinlich nicht mehr wirklich machen. Weil es halt... Was war das Faszinierendste dran als Kind? Kannst du dich da erinnern? Trecker fahren. Ja. Das ist wirklich Trecker fahren. Das ist aber auch heute noch. Der Fahrriemen, wie wir halt immer sagen, ist nicht mehr ganz so da, aber es ist der Fahrriemen? Fahrriemen, also wirklich dann, dass man fahren will. Den Kumpel, den ich bei habe, der ist jetzt 17 geworden, letzte Woche auch auf der Demo. Der hat halt noch Fahrriemen, der will immer fahren und hier hin und da. Und ich sag, Mensch, fahr doch. Sei kennet, mach mal. Hallo. Wollt ihr sagen, warum ihr heute hier seid? Ja, wir sind heute hier, um gegen das Insektenschutzgesetz zu protestieren. Und ja. Wo kommt ihr her? Wir kommen oben von der Küste von Wilhelmshaven ungefähr, kommen wir weg. Ah ja. Genau. Heute gekommen? Nee, Montag sind wir schon losgefahren. Montag. Und sind den ganzen Tag hierher gefahren und sind gestern hier gewesen. Vor zwei Wochen waren wir schon mal hier und ja, genau. Jetzt sind wir hier. Vielen Dank. Möchtest du auch noch was sagen? Ja, wir sind hier, weil wir da so nicht mit einverstanden sind, wie vor allen Dingen Frau Schulz jetzt mit dem Insektenschutzgesetz mit uns umgeht. Dass sie das einfach so eiskalt durchzieht mit ihren Kollegen, sag ich mal, ohne dass sie den Landwirten wirklich Gehör schenkt oder vielleicht auf gemeinsame Wege eingeht. Ich finde es einfach unfair teilweise, dass die Landwirte immer so übergangen werden oder sich einfach nach den Gesetzen richten müssen und es werden immer mehr Gesetze, es muss immer mehr dokumentiert werden. Und das nimmt uns gerade so eigentlich als Junglandwirten, wir sind jetzt beide so um 25, das nimmt einen ja teilweise den Mut, ne? Weil man dann nach seiner eigentlichen Arbeit eigentlich noch abends nach Feierabend nach 19 Uhr noch zwei Stunden im Büro sitzt teilweise, um nur Dokumentationen zu machen. Ja. Hat man keine Lust mehr zu Landwirt zu sein, wenn man den ganzen Tag nur im Büro und alles vorgeschrieben kriegt, was man machen muss.
Und wir wissen ja eigentlich, was wir zu tun haben. Und wir sind ja nicht gegen Insekten oder wollen ja die Umwelt verpesten. Das wollen wir ja gar nicht. Wir leben da ja von. Und das bringt uns überhaupt nichts, wenn wir da irgendwie Blödsinn machen. Wir wären schön blöd, wenn wir uns selber die Umwelt zerstören würden. Ja. Wir brauchen ja Grundfutter für unsere Tiere, um die zu ernähren. Also brauchen wir auch eine intakte Umwelt. Also wir machen Landwirtschaft mit der Umwelt, muss man eigentlich so sagen. Ja, und nicht dagegen. Also. Deswegen hätten wir schon echt gerne mitgeredet, was da jetzt läuft. Aber jetzt wurde es ja schon durchgewunken. Und in Niedersachsen haben wir ja einen Weg zusammen gemacht gehabt mit der Regierung, ja, mit den anderen Umweltverbänden. Und das wird jetzt wahrscheinlich alles gekippt und war umsonst ein Jahr Arbeit. Also zur Information, ja, das Kabinett hat das Insektenschutzpaket beschlossen. Ja. Es ist noch nicht verabschiedet. Das macht das Parlament. Das tagt gleich in einer halben Stunde um 13 Uhr. Ja, bloß die Weichen sind ja schon gestellt. Also ja, die Chance, dass das durchgewunken wird, ist natürlich sehr hoch. Und wie geht's euch damit? Schlecht. Also schon enttäuschend, ne? Weil wir sind ja nicht erst seit einer Stunde am Demonstrieren, sondern schon seit fast 2 Jahren. Und man wird einfach nicht ernst genommen und verliert langsam den Mut, einfach irgendwas zu machen, überhaupt Landwirtschaft zu machen. Es gibt ja auch viele Themen. Das Insektenschutzgesetz ist jetzt ja ein Thema, was gerade wirklich hochbrennt bei einigen. Gerade die in FFH-Gebieten liegen oder Naturschutzgebieten. Aber was uns vor allen Dingen auch betrifft, ist dieses mit den roten Gebieten, die da ausgewiesen worden sind. FFH-Gebiete? Nein, die roten Gebiete, in denen sensiblen Gebieten in Zukunft 20% weniger gedüngt werden soll. Also die Düngeverordnung, die letztes Jahr beschlossen wurde. Ja. Und das Problem daran ist eigentlich, dass dieses mit den roten Gebieten, die Ausweisung der roten Gebiete eigentlich teilweise auf nicht aussagekräftigen Werten beruht. Ja. Weil es einfach so ist, dass da irgendwo zum Beispiel von uns in die eine Richtung 30 Kilometer Entfernung ist ein roter Brunnen, also ein Brunnen, der in Anführungsstrichen belastet ist und in der anderen Richtung auch 30 Kilometer entfernt. Aber die ganze Linie, die dazwischen liegt, der ganze Landstrich sozusagen, ist einfach dieses rote Gebiet. Und da fühlen wir uns gerade in Niedersachsen auch unfair beurteilt, weil es zum Beispiel in Schleswig-Holstein ist es ja so gekommen, dass einfach nur ein runder Kreis um diesen belasteten Brunnen gezogen worden ist und dass dort dann diese 20% weniger eingehalten werden müssen. Und was vor allen Dingen auch immer nicht bedacht wird, ist, dass wir ja jetzt als junge Landwirte nichts dafür können. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt die letzten 3 Jahre irgendwas verkehrt gemacht haben, sondern wir müssen jetzt praktisch die Fehler ausbaden, die Politik und die Landwirtschaft vielleicht damals auch vor 30, 40 Jahren gemacht haben. Ja, so viel dazu. Vielen Dank euch erstmal. Kein Danke Problem. Sehr. Danke auch. Was genau ist denn jetzt hier der Plan? Keine Ahnung, die klären das gerade, wo die hier die Bühne aufbauen können. Ja, okay. Kurzes Statement zum Kabinettsbeschluss des Insektenschutzgesetzes. Ja, ich weiß noch nicht, ob das wirklich alles wirklich stichhaltig ist, ne? Ja, es ist noch nicht verabschiedet. Ich denke noch nicht, aber genaueres weiß ich nicht. Es geht einiges durch die Gruppen, wo da angeblich schon was beschlossen worden sein soll. Aber das kann man noch nicht glauben, also es ist noch nicht bestätigt. Bis dahin, also wir warten die offizielle Bestätigung ab. Genau. Vielen Dank. Wie geht's? Gut. Was ist jetzt genau hier der Plan? Der Plan, weiß ich nicht, ob es ein Plan ist oder war. Der Demonstrationszug ist aus Berlin rausgelaufen und anscheinend ziemlich weit rausgelaufen und ist jetzt, wir dachten eigentlich, dass wir da nach außen geleitet werden, aber der Veranstalter hat dann doch wieder hingekriegt, dass der Demonstrationszug auf Umwegen ans Brandenburger Tor gelangt ist. Ja. Und das sieht jetzt ganz gut aus, dass wir hier unsere Bühne aufbauen. Und ich hoffe, dass dann die Demonstration hier gelingen wird. Ja, also ich war relativ weit vorne. Wir kamen über den Breitscheidplatz ganz leicht hier wieder zurück. Ich habe aber auch gehört, der wurde irgendwie geteilt und ein Teil ist umgeleitet worden. Ja, das habe ich auch so gesehen. Okay, mal gucken. Sind die schon wieder da?
Ja, die werden alle in die 1000 oder noch mehr Traktoren werden alle hier eintreffen. Okay. Manuel. Hi. Magst du sagen, was der Plan ist? Im Moment haben wir keinen Plan. Okay. Was sagt das Gefühl? Wir haben verloren. Naja, mal sehen. Hallo, Hartmut. Schulze hat sich das Gesetz geholt. Letzte Hoffnung ist der Bundesrat. Sonst fällt also im Moment auch nichts ein mehr. Es ist noch nicht verabschiedet. Es ist noch nicht gesetzt. Habt ihr das erwartet? Hast du das erwartet? Leider ja. Der Zug wurde geteilt. Habt ihr davon was mitbekommen? Ja, so ein bisschen, aber so wirklich, vielleicht warst du der Zug, was geteilt hat. Es sind anscheinend schon 2-3 Schlepper oder Fahrer nach Hause gefahren, die hier schon lange ausgehalten haben. Und da hat die Polizei gesagt. Und da sind wahrscheinlich einige andere hinterhergefahren, weil sie sich halt leider in Berlin nicht so stark auskennen. Ja. Das kommt nun mal vor, aber so wie es aussieht, man hört es ja auch im Hintergrund. Es kommen von allen Ecken wieder an. Der Platz füllt sich und wir hoffen noch eine starke Präsenz zu erwarten. Wir sind mittendrin im Geschehen eben mal. Was noch zu sagen wäre, der Abschnitt spricht gerade mit dem ZDF. Da soll um 14 Uhr, glaube ich, eine Nachricht rauskommen. ZDF ist heute der erste Tag da und die Bauern waren 16 Tage jetzt hier in Berlin. Das ist eine Unverschämtheit, was die mit uns machen. Und die Bevölkerung muss das wissen, dass hier mir Landwirte und alle Berufskollegen ignoriert werden von den öffentlich-rechtlichen Medien. Es muss publik gemacht werden. Das ist ein System. Es muss gebrochen werden. Und auch allein, dass die Politiker in diesen Gremien drin sitzen von den Medien, das ist Scharlachtum. Sorry, dass ich so weit aushole. Es ist so. Danke. Darf ich fragen, wie es euch geht? Ja, beschissen. Hast du gesehen? Was? Ja, mein Tacker war der einzige, der quer stand. Kam keine Sau mit. Da habe ich mich in den Dings, bin ich so quer reingefahren. Ja, da kommt keiner mit. Fahren die anderen nicht alle um zu? Ich kann das nicht verstehen. Warum haben die denn nicht einmal Eier noch? Wie wird der Tag heute weitergehen? Ich weiß es nicht. Wir machen gleich erstmal ein paar Redebeiträge und sowas. Und ich denke mal, wir müssen denen jetzt zeigen, dass wir härter sind. Der Bundestag. Das heißt eigentlich nur, dass wir hier bleiben. Der Bundestag ist ja jetzt gut abgesperrt. Tja, warum wohl, ne? Die wissen genau, oder das. Dass eigentlich das Maß vorher schon voll war und dass das hier so nicht geht. Das verstehe ich nicht. Einmal mit ein bisschen Sachverstand arbeiten, aber das muss wohl irgendwie, das geht wohl nicht in der Politik. Das haben die wohl verlernt. Wärst du heute wieder abgefahren? Was denn? Wärst du heute wieder abgefahren? Nö. Also ihr bleibt. Ich hab da ja schon fast mit gerechnet. Ja, da gehe ich mal stark von aus. Okay. Vielen Dank, André. Und immer mehr Traktoren fahren vorbei. Ich war da vorne, ich hab da gestanden. Einfach nur enttäuschend. Es ist noch nicht verabschiedet, das Gesetz. Kabinett ist aber durch. Wenn da jetzt nicht noch einer einen großen Stock dazwischen schmeißt. Weil momentan bin ich jetzt hier auch nur am Kitten, weil einige, ich muss jetzt aufpassen, dass es hier nicht eskaliert. Ja. Da ist jetzt Wut da, ja. Was ist, wenn man jetzt heute nach Hause fährt? Ich glaube, ganz ehrlich, die fahren heute nicht nach Hause. Die fahren heute nicht nach Hause.
Erstens haben wir bis 14. angemeldet und ich hoffe doch, dass irgendeiner von der Politik auf die Landwirte noch zugeht und nochmal mit denen spricht. Wenn das Gesetz jetzt durchkommt, was bedeutet das? Für viele Bauern bedeutet das, wenn das so durchkommt, wie ich das jetzt gelesen habe, dann bedeutet das, dass es um die Existenz der Betriebe geht. Dann Biobetriebe, denke ich mal, dass zwei Drittel der Einschränkung ist. Den Vogelschutzgebiete hatte ich ja nun geglaubt, dass sie raus sind. Muss man das alles erstmal durchlesen, in welcher Form es beschlossen wurde. Ja. Dazu kann ich jetzt noch nicht viel sagen, aber uns wurde von der CSU gesagt, von Herrn Färber, in dem persönlichen Gespräch, dass die Vogelschutzgebiete raus sind, dass der Acker für 3 Jahre raus ist, dass Obst-Gemüse raus ist aus diesem Programm und die Weinbauern auch. Das wäre ja schon erstmal ein guter Schritt, ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Ne? Weil aber diese ganzen FFH-Gebiete, in denen Kartoffeln und Zuckerrüben angebaut werden, die werden halt stark eingeschränkt. Und das betrifft ja nicht nur die Bauern, sondern auch die ganzen vor- und nachgelagerten Geschichten. Erstmal. Alp, wie geht's dir? Ja, das Gesetz ist durch, die Ignoranz hat gesiegt. Erstmal, wir werden jetzt in die Bundesländer auch gehen, wir werden jetzt Wahlkampf für SPD und CDU machen. Alle Landwirte, da sind wir uns einig, dazu rufen wir heute auch auf. Der Bürger muss sein Wahlverhalten ändern. Wenn wir Grün wählen wollen, dann wählen wir die Grünen. Wenn wir normale Parteien wählen wollen, dann wählen wir SPD und CDU oder sowas. Aber wenn die jetzt alle Grün werden wollen, es haben mich viele gefragt, wie sie wählen sollen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob das für die Demokratie oder so in Deutschland irgendwo eine positive Sache bringt. Mit diesem Gesetz sind die Volksparteien im ländlichen Raum komplett gescheitert. Die haben sich als die absoluten Flachzangen. Also sie sind eigentlich für den ländlichen Raum nicht mehr wählbar. Und ich habe eigentlich ein bisschen das Bedenken, dass es einen Rechtsruck geben wird und das wäre schade drum. Also das darf nicht sein. Das ist unmöglich. Also wir müssen jetzt auch ganz klar in allen Geschichten dagegen vorgehen. Das wird so nicht. Werdet ihr bleiben oder fahren? Wird jetzt entschieden. Achso, können wir mal machen. Ja, und zwar geht es nur darum, weil die Abschneidrichtung soll ja in die Richtung. Der Bock darf ja nicht in Richtung des Grüns verschwinden. Damit Herr Schmidt hier mehr Platz hat für seine Versammlungsteile, setzt meinen Wagen einfach dann da auf den Fahrrad. Ich habe es eben schon gesagt, aber Sie haben mir erzählt, in der Mitte müsste stehen, damit das drumherum geht. Ja, aber die Boxen, ich habe keine Ahnung. Ja, wie ist der Plan jetzt? Erstmal abwarten. Wann bist du hierher gekommen? Am Montag. Am Montag, heute ist Mittwoch. Ja. Woher kommst du? Wir sind von Oldenburg angereist. Was hat? 400 Kilometer. Wie lange hat das gedauert? 13 Stunden. Na, der hat gut getroffen. Guten Morgen. Guten Morgen, Klaus. Na, die arme Politik. Jetzt haben sie was angerichtet. Das tut mir ja jetzt schon leid. Ja, also das Insektenschutzgesetz wurde im Kabinett beschlossen. Ja. Es ist noch nicht verabschiedet. Sie gehen aber ihren vorgeschriebenen Weg weiter und ohne auf uns zu hören und ohne uns zu fragen, gegen wissenschaftliche Erkenntnisse. Sie haben mal wieder bewiesen,
dass sie leider nicht fürs Volk sind, sondern nur für die Industrie und für ihre Exporte. Aber ich glaube, das war der falsche Weg. Sie werden es sicherlich irgendwann begreifen. Es fand demnächst Wahlen statt und ich schätze mal, dass Sie da eine ganz schöne Ohrfeige bekommen. Wirst du heute nach Hause fahren? Wir können nicht nach Hause fahren. Du hast schon Mitleid bekundet mit der Politik. Ja. Ja, die Traktoren sind ja jetzt erstmal hier, ne? Wir sind hier und ich hoffe mal, dass wir heute beschließen, dass wir auch bleiben. Ich bin jetzt den 16. Tag hier und naja, wir wollen mal sehen, was passiert. Was macht der Gesetzesbeschluss im Kabinett mit euch? Was? Was macht der Beschluss im Kabinett des Gesetzes mit euch? Was der mit uns macht, das wissen wir ja auch noch nicht so genau. Die Auswirkungen merken wir dann ja erst, wenn es umgesetzt wird. Aber erstmal ist die Stimmung natürlich ziemlich eine Katastrophe, dass wir so ignoriert werden. Aber ja, schauen wir gleich mal, was das mit uns macht. Ich kann da nichts zu sagen. Die Stimmung scheint ja ein bisschen anders zu werden. Die Polizei merkt das ja auch, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Und ich weiß es nicht. Wie geht's dir persönlich? Ja, ich finde das. Auch wenn wir da nicht so von betroffen sind, unser Betrieb zu Hause ist da nicht so von betroffen. Ich finde das einfach unmöglich, wie die Politik mit der Landwirtschaft umgeht und wie die. Das alles ins Ordnungsrecht und Zwangsrecht, das ist Einführung vom Kommunismus in meinen Augen mittlerweile alles, diese ganzen Gesetze und alles. Man versteht es auch nicht mehr, dass sie sich wissentlich abhängig machen vom Ausland mit Nahrungsmitteln, mit so vielen Sachen. Ich verstehe es nicht mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wenn wir in Deutschland dauern, das ist ja auch schon zigmal gesagt worden, wenn wir alles runterfahren und hier einen auf heile Welt angeblich machen, obwohl unsere Welt ja sonst auch wirklich noch in Ordnung ist, Umweltschutz hört ja nicht an der Grenze auf und im Ausland wird es auch noch Bedingungen produziert. Man hat es selber oft genug runtergeleiert, aber anscheinend muss man anders sagen, ist die Politik so dämlich, das nicht zu kapieren. Da gibt's, anscheinend sind da so viele dumme Menschen unterwegs, die das nicht kapieren. Die entscheiden über andere Leute Schicksale und können anscheinend nicht mal selber über den Tellerrand rauskommen. Das ist das Traurige an der Sache. Ich bin gespannt, wie es wird und wie gesagt, wir haben so viele Politiker getroffen, egal von welchen Fraktionen, und die haben alle gesagt, das wird mit uns so nicht durchgehen und da müssen wir dran arbeiten. Und jetzt sieht man mal, was die Versprechung von den Politikern wieder wert ist. Ja, ist das dann noch dumm? Ich weiß es nicht. Wie soll man es nennen? Soll ich sagen, die wissen das alle und machen es trotzdem? Was ist schlimmer? Kann man ja besser sagen, die sind dumm. Tut mir ganz schrecklich leid. Ne? Wer fragt denn heute noch den Landwirt? Und wenn sie mal fragen, ja, dann wissen sie, wie gesagt, sind sie alle betroffen. Wie soll man es nennen? Mir fällt momentan nicht besser ein. Können Sie aber was zu sagen? Wie würden Sie das nennen? Wenn man sehenden Auges die Landwirtschaft vor Wand fährt, ist das intelligent? Böse. Bitte? Böse. Ja. Deswegen, also, ich verstehe es nicht mehr, wie viele andere auch nicht. Ich bin gespannt, was mit den Bauern los ist und wie es weitergeht. Vielen Dank erstmal, Jan. Alles gut. Da kriegt man im Kabinett wurde das Insektenschutzgesetz beschlossen. Wir stehen jetzt hier vor dem Brandenburger Tor mit sehr, sehr vielen Traktoren. Wo kommen Sie her? Wir kommen aus Friesland. Aus Friesland. Und wie geht's Ihnen? Scheiße. Das ist so. Seit drei Wochen ununterbrochen. Und tun so, als wäre man nicht da. Ne? Das ist ein Gefühl von Wertlosigkeit. Das ist das. Es wurde ja auch so gut wie gar nicht berichtet, also sehr wenig. Ja, das ist ja noch erschwerend, kommt das dazu. Also es wird ja dafür gesorgt, dass diese Demo nicht an die große Glocke gehangen werden kann. Das ist ja immer. Nicht an die Öffentlichkeit. Dass es nicht an die Öffentlichkeit kommt, genau. Könnt ihr euch das erklären? Nee, eigentlich nicht. Was macht ihr, sollte das Gesetz heute verabschiedet werden?
Bleibt ihr hier? Fahrt ihr wieder nach Friesland? Das ist jetzt überhaupt noch nicht klar, was dann passiert. Man weiß, dass wir noch 3 Wochen hier sind. Man weiß auch nicht, was in den Köpfen Einzelner denn vorgeht. Ja. Lebt ihr in einem FFH-Gebiet oder ist euer Hof in einem FFH-Gebiet? Wir leben in einem Naturschutzgebiet, ja. Naturschutzgebiet, ja. Wasserschutzgebiet. Ja. Sehr viel bei uns. Sämtliche Flächen, die bei uns, die in der Nähe sind, sind alle im Naturschutz-Wasserschutzgebiet. Das ist das aus. Ja, das war's dann. Das ist vorbei. Ja. Und das betrifft ganz viele Landwirte bei uns. Ihr seid noch relativ jung. Genau. Wolltet ihr die Höfe übernehmen? Wolltet ihr in der Landwirtschaft arbeiten? Oder? In der Landwirtschaft arbeiten, ja. Hof übernehmen nicht. Wir sind angestellt. Also er würde den Hof übernehmen, aber... Ja, also hatte ich bislang gar nicht so gedacht, aber... Weiß man jetzt halt nicht mehr genau, ob das überhaupt noch möglich ist. Das ist so die Sache. Jetzt die Zeit. Momentan, man versteht es einfach nicht, dass das so durchgeht, aber... Man hat da persönlich auch immer noch so einen kleinen Funken Hoffnung gehabt, dass das nicht, dass das irgendwie, aber... Da wir nicht seit gestern auf der Straße sind, sondern schon seit 2019, ja, hätte man auch mit uns reden können, aber... Wir werden ja auch, oder wurden öfter LEHs blockiert, also die Lager. Genau. 2019 eine gigantische Demo. Ja, mit, waren wir auch hier. Ihr wart auch hier. Wir waren auch hier. Also wir waren bis jetzt auf jeder Demo. Wir waren in Holland, wir waren in Bremen, wir waren in Oldenburg, Hamburg. Wo haben wir noch? Lager haben wir mit dicht gestellt. Filsen haben wir noch. Genau, Filsen. Also wir waren eigentlich so im Umkreis auf jeder Demo. Jetzt das zweite Mal in Berlin. Und ein von uns ist jetzt der dritte Trupp, der hier ist. Und vorhin sind auch noch welche nachgekommen. Irgendwas muss passieren, so kann es nicht weitergehen. Könnt ihr euch erklären, warum im Verhältnis oder im Vergleich zu 2019 ja viel weniger Traktoren hier sind? Erstmal jetzt mit dem ganzen Schnee und alles. Ja. Deswegen können nicht so viele kommen, weil Freunde von uns wollten kommen. Da ist ja die Wasserleitung dicht gefroren und alles Mögliche. Aber viele können es auch finanziell wahrscheinlich nicht mehr so wuppen. Jetzt auch mit Corona, das ist nicht einfach. Da die ja auch viele Leiharbeiter und all sowas haben. Jetzt müssen sie es selber machen und wissen nicht wie. So ist es. Voll eingespannt zu Hause. Okay. Deshalb gehört dann normal nicht mit zum Berufsbild dazu, dass man mit dem Trecker 570 Kilometer nach Berlin fährt. Wenn ihr euch an die Menschen oder Kollegen wenden könntet, was würdet ihr denen jetzt sagen, die jetzt nicht hier sind gerade? Die jetzt nicht hier sind? Was soll man denen sagen? Versucht durchzuhalten, versucht nicht den Kopf zu verlieren. Die sind ja trotzdem bei uns, auch wenn sie nicht hier sind. Ja. Unterstützt uns von zu Hause, sei es über Spenden oder was. Das geht schon. Also, man hält zusammen, das ist auf jeden Fall. Also, wenn diese Demos eins gebracht haben, dann ist es den Zusammenhalt zu stärken. Aber der ist sehr groß. Aber letztendlich kaufen kann man sich davon auch nichts. Das ist das Problem. Ich danke euch beiden. Bitte, bitte. Ja, Leo. Das Insektenschutzgesetz wurde im Kabinett beschlossen. Es ist noch nicht verabschiedet. Ich habe es mitbekommen, jetzt ja über das Handy, ja. Wie geht's dir damit? Wie geht's mir damit, ja. Das ist jetzt alles gerade wegen emotionsvoll, jetzt die ganze viele Schlepper hier, weil da demonstrieren sehr viele Leute da drüben, das Gebäude, der riefe Krach, es wird nichts mitbekommen. Ja, es ist beschlossen, keine Ahnung, wir kämpfen weiter, wir geben nicht auf, wir müssen weitermachen. Es ist noch nicht im Bundesrat durch, wir wären weiter in den Ländern, wir wären da haben sämtliche Minister, wir wären die Hölle weiterhin heiß, Alter. Es kann nicht sein, dass man in einer Pandemiezeit jetzt zig Gesetze in der Landwirtschaft neu drückt, wo keiner mehr weiß, wie er es noch realisieren soll. Das ist eigentlich alles mittlerweile, was das ganze Jahr gelaufen ist, der Untergang von uns. Wir können nämlich, wir wollen nämlich, oder wir wollen schon, aber wir können einfach mit der Gesetzeslage, was jetzt nochmal drauf dazu kommt und wieder ohne Entschädigung, das ist ja das Problem. Wir kriegen Auflage immer ohne Entschädigung. Ich hab gestern ein paar Handwerker getroffen, die haben mich gefragt,
was macht ihr da? Da habe ich gesagt, das ist bei uns gerade die Lage, wie wenn du jetzt morgen vom Arbeitgeber gesagt kriegst, du musst 2 Stunden mehr arbeiten, kriegst aber am Tag 20 Euro weniger. Das möchte kein Mensch mit, aber wir müssen das alles erhalten. Es nervt. Und wir werden nicht gehört, die wollen auch mit uns nicht reden. Im Hintergrund ist der Bundestag zu sehen. Genau. Im Parlament wird das Gesetz eventuell verabschiedet. Welche Nachricht hast du an die Menschen, die jetzt gerade im Bundestag sitzen? Die sollen mal das Mittagessen ausfallen lassen. Mal gucken, wo das ganze Zeug herkommt. Sollen sich mal überlegen, was sie überhaupt machen. Genau, einfach mal 3 Mahlzeiten am Tag ausfallen lassen. Der Tisch bleibt mal leer, Punkt. Wenn ich da nicht gehen würde, ich würde dann nicht das ganze Essen ausfallen. Und dann würde das mal aufwachen. So ist die Lage gerade. Aber wir können halt unsere Tiere, Pflanzenbau nicht so schalten rum, jetzt machen wir mal 14 Tage nichts. Und das wissen die. Wir müssen immer liefern, weil einfach Natur, es ist einfach gesetzt. Und den Vorteil nutzen die aus. Aber wenn ich da in der Küchenchef wäre, ich würde sagen, am Arsch, machen wir den Laden zu, schaut, wo der eure Fresse herkommt. Ja, so viel dazu. Wirst du hier bleiben heute? Ich bleibe jetzt noch bis morgen Mittag. So viel Zeit kann ich mir einrichten, aber dann muss ich wieder heim auf den Betrieb. Meine Tiere brauchen mich mehr wie der Haufen da drinnen. Das auf jeden Fall. Und da freue ich mich auch wieder drauf. Ja? Okay. Das ist passiert. Das hat man dieses schon mehr gemacht. Gott sei Dank, dass die Bevölkerung damit nicht wacht. Die Politik, das sage ich nichts. Das muss ich selber wissen. Bloß, die haben uns heute den Gnadenstoß gegeben. Ist okay, bloß ich verstehe das nicht, was da passiert ist. Entschuldigung, ich verstehe es nicht. Ich habe 5 Unterhosen mit. Also wenn was passiert, ich habe Zeit.